Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon wirklich erstaunlich, am Freitagnachmittag um ja fast 15 Uhr noch so viel Leben und Lebhaftigkeit in einer Debatte vorzufinden. Aber ganz offensichtlich ist das Thema, wenn das Wort Cannabis fällt, durchaus geeignet, noch mal so richtig den ideologischen Boxring aufzubauen und zu einem intensiven Schlagabtausch vorzunehmen. Und bei der letzten Debatte 2015 war ich noch nicht Vollmitglied im Ausschuss für Gesundheit und habe mir deshalb mal so zur allgemeinen Einstimmung das Protokoll angeguckt. Also schon damals ließ die Herzhaftigkeit, die Wortreiche und natürlich die Emotionalität nichts zu wünschen übrig. Und offenbar haben 2 Jahre der politischen Debatte auch nicht dazu beigetragen, dass eine Sachlichkeit einkehren konnte. Eigentlich schade, schon allein deshalb schade, weil mindestens ein Vorwurf und Vorurteil hier unverändert und sehr intensiv in den Gesprächsbeiträgen der Kollegen von den Grünen und auch von den Linken immer wieder im Raum steht. Und Herr Kollege Blinert, Sie konnten es sich auch anscheinend schon weg, konnten sich es auch nicht so ganz verkneifen, den Eindruck zu erwecken, dass der Einzige, der zukunftsfähig mit dem Thema Cannabis umgehen kann, alle außer der CDU sein. Weit gefehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, nur sich in irgendeiner Form vermeintlich einem Megatrend anzuschließen, hat nichts mit Zukunftsorientierung zu tun. Es hat vor allen Dingen auch nichts mit Verantwortungsbewusstsein automatisch zu tun. Wenn man so die energischen Einsätze auch vom Kollegen Özdemir erleben darf, dann hat man den Eindruck, dass der gesellschaftliche Friede auf der Kippe steht, wenn wir nicht morgen jedem den Feierabend-Joint ermöglichen, in seine höchstpersönliche Sphäre eingreifen, ihm gewissermaßen auf der Grundlage des Grundgesetzes vergewaltigen und ihm jede Form der persönlichen Entspannung oder Beruhigung streitig machen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir haben uns ja in den letzten 2 Jahren einstimmig im Ergebnis sehr konstruktiv, aber vor allen Dingen auch sehr sachlich mit dieser Materie auseinandergesetzt. Sie haben es zum Schluss gelobt, Herr Kollege Özdemir, zu Recht. Und auch die parlamentarische Staatssekretärin Ingrid Fischbach hat in der Schlussdebatte im Januar diesen Jahres ausdrücklich hervorgehoben, dass die Diskussion in hohem Maße sachlich und qualitativ hochwertig geführt hat und sodann zu einem vernünftigen und der Sache angemessenen Ergebnis gekommen ist. Aber wenn jetzt in der Diskussion, und das ist eigentlich das Störende und Irritierende, immer wieder eine intensiv-kriminologische Betrachtung aufgemacht wird und hin und wieder natürlich auch zu Recht und in großem Umfang der Hinweis der Gesundheit eine Rolle spielt, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, federführend hat sich in der Tat der Ausschuss für Gesundheit mit diesem Thema befasst. Die gesamte kriminologische Debatte hätte vielleicht auch ein bisschen mehr im Ausschuss für Recht seine Rechtfertigung gefunden. Und sehr geehrter Kollege Tempel, wenn Sie auf Ihre beruflichen Erfahrungen im Umgang mit Beschuldigten verweisen aus der Sicht eines Kriminalbeamten, ich komme in meinem Wahlkreis, dem Rhein-Erft-Kreis, Luftlinie ungefähr 50 Kilometer von der holländischen Grenze aus dem Berufsfeld des Juristen und war da 25 Jahre lang auch im Bereich der Strafverteidigung tätig. Mir ist durchaus nicht dieses Tatbestandsbild unbekannt gewesen, vor allen Dingen dann, wenn so der ein oder andere Jugendliche im Überschwang der Gefühle am Sonntagnachmittag mal einen kleinen Ausflug in die Benelux-Staaten und nach Holland gemacht hat und im Coffeeshop dann seiner Meinung nach mal dringend die Notwendigkeit gesehen hat, einen Test zu machen. Ja, klar, das gibt dann in der Tat nachhaltige Problemstellungen und Verwirrungen. Aber meine Erfahrungen, vor allen Dingen mit der Jugendgerichtsbarkeit, haben ergeben, dass der Erziehungsgesichtspunkt und der Präventivgesichtspunkt beim Jugendstrafrecht erfolgreich angewendet wird. Und gerade dann, wenn im Rahmen der Auflagen der Jugendstrafen eine Teilnahme am DROPS angeordnet wird, dann ist das eigentlich genau das, was wir letztendlich wünschen, nämlich eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit der Frage Jugendschutz. Und Jugendschutz, Kollege Kippels, der Kollege Tempel möchte eine Zwischenfrage stellen. Sie hatten eigentlich, Herr Kollege, eben schon ausreichend Gelegenheit. Wenn es denn unbedingt sein muss, ich werde es Ihnen in aller Kürze beantworten. Bitte gern.
werde die 3 Minuten nicht ausschöpfen. Ganz klar, wenn Sie sagen, dass Sie aus Ihren Erfahrungen als Jurist schöpfen, Ihnen ist sicherlich bekannt, dass mehr als die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren in Deutschland, also genau die sich mit dem Strafrecht beschäftigen, genau das untersucht haben, eine Resolution an uns, die Bundestagsabgeordneten, geschrieben haben, wo sie genau dargelegt haben, aus juristischer Sicht, dass aus ihrer Sicht die Verhältnismäßigkeit, also geeignet, erforderlich, angemessen, in allen 3 Punkten nicht gegeben ist, dass sie weiterhin gesagt haben, dass genau die präventive Wirkung des Drogenstrafrechts eben nicht nachgewiesen, sondern Legende ist. Haben Sie davon Kenntnis genommen und wie bewerten Sie das als Jurist? Und entsprechend, na, das reicht eigentlich. Herr Kollege Tempel, das bewerte ich mit einem Standard, mit einer Standardantwort aller Juristen, 2 Juristen, 3 Meinungen. Also insofern gibt es da kein Mehrheitsprinzip. Und insofern würde ich auch einem Votum, das im Übrigen zwar 50% der auf diesem Sektor tätigen Professoren beinhaltet, aber die restlichen sich teilweise überhaupt nicht geäußert haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wollten sie sich ihrer akademischen Tätigkeit mehr widmen. Also diese Erfahrungen, diese Aussagen sind mir bekannt. Aber ich möchte gerne zurückkommen, wenn Sie gestatten, zu dem Thema Jugendschutz. Und ich möchte auch verzweifelt vielleicht um diese Tageszeit und diese Uhrzeit 2, 3 Bemerkungen zum Konstrukt des Gesetzes machen, und zwar gerade unter dem Thema des Jugendschutzes. Wir haben hier in § 4 und 5 den Hinweis auf den Schutz auf der einen Seite und die Maßnahmen, wie es letztendlich angewendet werden soll. Was mich dann letztendlich zum Zweifeln an diesem Konstrukt gebracht hat, ist die Tatsache, dass Sie natürlich dann häufig Situationen vorfinden, wo der volljährige Bruder oder die volljährige Schwester dann dem Anbau vollkommen ihrer Vorstellung nach freigegeben oder legalisiert, egal welche Begrifflichkeit man jetzt wählen will, nachgeht. Aber das minderjährige Geschwisterkind dann auf einmal in eine Erprobungsphase dieser ganzen Maßnahme kommt. Wie will man dann mit diesem Schutzfaktor wirklich effektiv umgehen? Treibt man nicht auf diese Art und Weise ein Problem in Familien und einen Rechtfertigungsdruck? Es ist auf jeden Fall überlegenswert, und diese Konstellation muss in der letzten Konsequenz auch betrachtet werden. Aber ich glaube, dass sie noch nicht ausgewogen ist. Und ein zweiter Punkt, und auch dies an dieser Stelle, der Hinweis, § 42, die Strafvorschriften. Ja klar, wir müssen natürlich bei Verstößen zu einer Sanktionierung kommen. Insofern ist das natürlich eine spannende Debatte zum Gesamtvorwurf der Kriminalisierung in diesem Bereich. Denn es könnte rein theoretisch so sein, dass unter diese Strafvorschriften dann auch der ein oder andere Familienangehörige kommt, weil er nicht in ausreichendem Maße den Vorschriften gefolgt ist. Und letzten Endes, und das ist eigentlich mein Kernbedenken an der Situation, mit der wir uns hier und heute auseinandersetzen, wenn ich mir die enormen Vorgaben in 22 und 23 anschaue, dann bin ich schon der Meinung, dass wir hier wirklich zu bürokratischen Hürden aufbauen, die dem Grundgedanken des Jugendschutzes aus rein pragmatischen Gründen leider nicht gerecht werden. Wenn ich Herr Kollege Kippels, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Terpe? Nein, an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht mehr. Ich möchte ganz gerne zum Ende kommen, Herr Kollege. Wir haben uns mit diesen Vorgaben intensiv auseinandergesetzt. Im Moment beherrscht die Diskussion noch die Ideologie. Sollten wir zur Sachlichkeit tatsächlich und voraussichtlich in der nächsten Wahlperiode zurückkehren, sind alle Diskussionen in der Sachlichkeit erlaubt. Heute führen sie nicht zum Erfolg, und deshalb bleiben wir ideologiefrei bei der Ablehnung dieses Gesetzes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.